Jo, servus Leute, was geht bei euch ab und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. So meine lieben Freunde, heute geht es, wie ihr schon sehen könnt, um das 9-Euro-Ticket. Ich habe einfach ein wenig recherchiert und wollte mal ein paar Infos, genauere Infos zu dem 9-Euro-Ticket wissen und habe einiges rausgefunden. Das 9-Euro-Ticket sollten ja bereits schon alle kennen, aber der Zeitraum, in dem man sie zur Verfügung gestellt bekommt, liegt zwischen 1. Juni bis zum 31. August. Aber was mich ein bisschen fragwürdig macht, ist, damit die Leute natürlich auch immer schön viel Geld ausgeben und der Umsatz natürlich steigt, obwohl sie eigentlich sogar sehr krass Minus gemacht haben mit dieser Aktion oder halt auch Minus machen werden, weil das läuft ja noch bis August. Eigentlich wollte ja Deutschland auch was zurückgeben als Entschädigung an die ganzen Einwohner, die hier nämlich wohnen, dafür, dass sie ja die ganze Sache durchgezogen haben oder durchziehen mussten, nach dem Motto sowas wie ein Danke oder wie ein Geschenk dafür, dass ihr das alles mitgemacht habt und das so problemlos verlief. Natürlich gab es ein paar Kandidaten, die auch keine Maske getragen haben, aber darum geht auch gar nicht. Es geht einfach mal darum, dass sowas wie ein Dankeschön oder weiß ich nicht, sowas wie eine Entschädigung halt. So nach dem Motto, dafür, dass ihr das alles durchstehen musstet, geben wir euch die 9-Euro-Tickets, wo ihr natürlich quer durch Deutschland fahren dürft. Mit dem Zug oder halt auch andere Verkehrsmittel, außer natürlich Autos. Das Komische an der ganzen Sache ist trotzdem, dass ein 9-Euro-Ticket nur einen Monat gültig ist. Das heißt, du musst dir immer tatsächlich jeden Monat, also jeden Monat darauf, ab Juni, kannst du dir nur dreimal ein Ticket bestellen. Das heißt, kaufen, bestellen, was weiß ich. Du kannst es ja am Schalter tun und auch online. Ob es online noch funktioniert, weiß ich nicht. Da gab es nämlich ein paar Serverprobleme, weil so viele Leute online bestellt haben. Also ich kann mir schon echt vorstellen, eigentlich, wie das gewesen sein muss. So, wenn du ein 9-Euro-Ticket bereitstellst, wo du durch ganz Deutschland fahren kannst, egal mit was, ob mit Bus oder mit Bahn und alles andere noch. Es gibt natürlich viele Kandidaten in Deutschland, die sowas sehr, sehr vorteilhaft finden. Und da es ja nur in Deutschland gilt und nicht in anderen Ländern wie Türkei oder sowas, ist ja normal. Ich meine, das ist ja ein ganz, ganz anderer Weg. Und ich glaube nicht, dass jemand mal irgendwann mal mit dem Zug nach Türkei gefahren ist. Geht eigentlich gar nicht. Da müsste man schon hinfliegen. Aber ich erkläre trotzdem mal ganz kurz, für welche Sachen es gilt. Dieses Ticket gilt für Busse, Straßenbahnen, U-Bahn, S-Bahn und Regionalverkehr. Anbei wurden schon rund 7 Millionen Sonderfahrten über die Vertriebskanäle der verschiedenen Verkehrsverbünde verkauft. Ich würde mal sagen, leicht verdientes Geld. Ich meine, viele Menschen benutzen natürlich Bus und Bahn, um Geld zu sparen, weil Sprit ja mittlerweile auch sehr teuer geworden ist. Eigentlich soll es sogar dafür dienen, dass viele Menschen mal von zu Hause wegkommen, um mal eine Chance kriegen, quer durch ganz Deutschland zu fahren, also fahren zu dürfen und das dann halt auch nutzen. Ich meine, anhand dieser Bilder sollte man schon sehen, dass das ordentlich ausgenutzt wurde. Und es gibt bestimmt sogar Menschen, die sich dieses 9-Euro-Ticket nicht mal leisten können, auch wenn es nur 9 Euro kostet. Was ich natürlich nicht sagen kann, da ich ja mit einem Auto unterwegs bin, da ja auch natürlich mittlerweile alles viel teurer geworden ist, wie zum Beispiel Lebensmittel, Mietkosten, Energiekosten, Kosten, Benzin und sogar Diesel, obwohl Diesel eigentlich immer das billigere war von beiden. Ihr wisst ja, Diesel war immer billiger wie Benzin. Es gab Tage, da war Diesel wirklich teurer, etwas teurer wie Benzin. Aber wofür steht dieses 9-Euro-Ticket eigentlich? Was soll das bezwecken? So, was hat es damit auf sich? Dieses sogenannte 9-Euro-Ticket wurde durch den Überfall auf die Ukraine, durch die Russen gesteigerten Energiekosten beschlossen. Das heißt, auf gut Deutsch, die wollten mit dem Geld also angeblich die Ukraine ein wenig unterstützen. Schöne Geste, aber bestimmt ist eine Sache, wie wir alle bereits wissen sollten. Wenn mal hübsche Spendeaktionen gibt, dann war es nicht immer so, wie es ist. Das heißt, die Leute hätten sich auch hübsch das Geld einstecken können. Vermutlich wie bei dem Fall mit Artikel 13 der Spendeaktion. Und in den nächsten Urlaub fliegen können. Das kann man nie wissen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Geld wirklich an die Ukraine gespendet wurde. Wenn das nicht der Fall sein sollte, finde ich das sehr asozial und sehr eklig. Das heißt, wenn mal irgendwann mal irgendwas geleakt wird, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und ich mache darüber ein Video. Für das 9-Euro-Ticket wurde eine Änderung des Regionalisierungsgesetzes, halt davor das lange Wort, Alter, meine Spaß, am 19. Mai vom Bundestag gegen die Stimmen der CDU, CSU und AfD am 20. Mai vom Bundesrat beschlossen. Sehr, 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 sehr nett. Eine sehr nette Geste. Auch für die AfD. Danke für diese nette Geste, dass ihr euch dafür entschieden habt, dass ihr an die Ukraine Geld spenden wollt. Lieber nicht zu viel sagen. Ich meine, es könnten auch Leute das Video schauen, die natürlich gegen mich sind und dann haten. Und sagen, ja, du scheiß Ausländer und so, aber
Ihr müsst es euch aber mal so vorstellen, innerhalb der ersten beiden Verkaufstage wurden alleine über die digitalen Plattformen der Deutschen Bahn 2,7 Millionen 9-Euro-Tickets an Neukunden verkauft. Bereits im Mai wurden 7 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft. Das ist schon eine ganze Menge hier. Ich hoffe, das wird wirklich an die Ukraine gespendet. Viele haben sich auch beschwert in den Social Medien, dass die Leute sich das Geld einstecken werden und wie ihr schon alles gesehen habt, ich meine, alles ist teurer geworden, Autos sind teurer geworden, Häuser sind teurer geworden, wie schon vorhin erwähnt. Alles wird teuer und ob das Geld auch dahin kommt, wo es sein soll, ist die Frage. Ich könnte es mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, aber es ist wirklich so. Natürlich sorgt es dann somit auch für ein stark erhöhtes Fahraufkommen. Das heißt, es kamen viel zu Verspätungen und so. Also es war schon echt eine kranke Sache. Natürlich kommt es dann auch dazu, dass die Menschen sich gegenseitig auffressen für so ein Ticket. Ich meine, wenn es schon Serverprobleme gab, allein schon bei den Online-Bestellungen und wer weiß wie lange. Aber wiederum hoffe ich trotzdem, dass das Geld wirklich an die Ukraine gespendet wird. Denn die haben das Geld auch nötig. Oder halt auch an viele anderen armen Dörfer oder Länder oder so. Aber es gibt auch schon einige Länder auf dieser Welt, die natürlich auch dieses Geld nötig hätten. Nahrung, Kleidung, Städte. Es gibt viele Länder auf der Welt, die natürlich unter Hungersnot leiden und die Kinder da teilweise glücklich sind, wenn sie überhaupt zur Schule gehen dürfen. Und sie meckern sogar noch rum, weil es angeblich zu wenig gewesen ist. Die Einnahmen für das 9-Euro-Ticket zu wenig sein sollen. Jetzt sind es aber 9 Euro und es bleibt halt auch so, ne? Bis August. Sogar die Verkehrsunternehmen werden dadurch belastet. Ist ja normal. Es gibt natürlich auch Menschen, die sowas nutzen, obwohl sie ein Auto haben. Auch für die Umwelt natürlich. Also wenn das kostenfrei gewesen wäre, dann ich will mir das nicht vorstellen, so. Ich meine, vor allem, wenn etwas kostenlos ist, sind die Menschen drehen komplett durch. Also kostenlos tanken, da wäre das die perfekte Option. Da bin ich dabei. So, bleifrei, Benzin, bin dabei. Du sollst, würdest du lachen. Es gab sogar viele Probleme bei den Fahrradabstellen. Sag mal so, wenn du mit dem Fahrrad in den Zug steigst und dein Fahrrad da abstellst, waren die Wege teilweise blockiert. Man konnte da nicht normal durch. Die Wege waren so krass befüllt, dass die Menschen teilweise gar nicht mehr durchkommen, weil so viele Leute ihre Fahrräder da abgestellt haben. Sowas passiert halt, ne? Wenn man statt 50 oder 100 Euro fast 9 Euro noch bezahlen muss. Dazu gehört natürlich kein Fahrradservice. Dazu haben sie dann eine extra Karte gemacht. Natürlich ist sowas nicht cool, aber man sollte schon damit rechnen. Übrigens, so sah es auch an manchen Orten aus. Jetzt natürlich zu meiner Meinung. Ich finde das 9-Euro-Ticket für mich nicht verwendbar. So, vielleicht würde ich es nutzen, wenn ich es bräuchte. Wenn ich jetzt zu meinen Eltern gehe und sage, ja, lass mal durch ganz Deutschland mit dem Zug fahren und dann würden die vermutlich zustimmen, hinlaufen oder online bestellen. Statt mehr online, da hat man natürlich keinen Bock, irgendwo an der Schlange zu stehen. Das wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll. Vielleicht werde ich das doch auch irgendwann nutzen, aber ich bin ehrlich so, ich bin lieber mehr mit dem Auto unterwegs. Ich meine, da spart man vielleicht sogar ein bisschen mehr Autoplatz. Das heißt, auf der Fahrbahn natürlich. Wenn ich dann nicht irgendwelche komplett besoffenen oder bekloppten Leute auf der Autobahn sehen muss, die nicht wissen, wie mein Auto fährt und durch die dann die meisten Unfälle entstehen. Nee, versteht, was ich meine. Ich mag einfach nicht, wenn so viele Menschen um mich rum sind. Ich habe jetzt kein Problem damit, so, und krieg Schweißausbrüche oder irgendwas. Ich habe einfach keinen Bock, so, das ist nicht mein Ding, so, auf dieses enge Gefühl, so. Natürlich, außer da sind 10 Frauen drin, dann ist das was anderes. Das ist mir echt dann zu viel. Trennt auch nicht ab, dieser Menschengeruch, der ist so eklig. So, Freunde, das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Natürlich nicht zu vergessen, wenn du neu auf meinem Kanal gekommen bist, abonnieren, liken, kommentieren. Für den Algorithmus und Loch aktivieren. Ganz wichtig. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ja.